Die Entscheidung ist ihm schwer gefallen. Ich beende meinen Traumberuf. Mit diesen Worten hat Hermann Mayer Mitte Oktober das Ende seiner Skirennläuferkarriere verkündet. Der schwierige Abschied wird ihm heute Abend versüßt. Im Salzburger Flachau findet eine riesige Feier für Mayer statt, der heute übrigens auch Geburtstag hat. Zahlreiche Wegbegleiter, Freunde und Überraschungsgäste sind gekommen. Und Hermann Mayer selbst wurde natürlich auch überrascht. Der erste Programmpunkt des Mayer-Abschiedsfests findet auf dem Flachauer Hauptplatz statt, der ab jetzt aber anders heißen wird. Und wer die neuen Tafeln im Zentrum von Flachau übersehen sollte, dürfte spätestens beim Anblick dieses Monuments wissen, wer der neue prominente Namensgeber des Platzes ist. Wie gefällt es Ihnen? Ja, hat eine gewisse Ähnlichkeit, ein bisschen eine dunkle Farbe natürlich, aber so ist halt beim Denkmal, gell? Die werden schon langsam ein bisschen voll werden, gell? Die Vögel werden dann auch hin und wieder landen. Im 4000 Gäste fassenden Festzelt wird im Anschluss Mayers unbeschreibliche Karriere gewürdigt. Von Mayers jungen Jahren, seinen Anfängen als Skifahrer und seinen ersten Erfolgen. Über den legendären Sturz bei der Abfahrt in Nagano inklusive anschließendem Doppel-Olympiasieg. Bis hin zum folgenschweren Motorradunfall, den schwierigen Weg zurück sowie den tränenreichen Rücktritt vor knapp 2 Monaten. Und was kommt als nächstes? Der hat sicher wieder irgendwas vor, wo man ein bisschen zittern muss. Und wie steht's mit Nachwuchs? Ich bin immer noch in der Trainingsphase, muss ich sagen. Also das Üben, das fasziniert mich. Ich habe gar nicht gewusst, dass es eine Frau gibt, bis ich aufgehört habe vom Skisport. Vielen Dank, Karl Schranz. Ich bin mir aber sicher, dass der Hermann sicher in seinem sportlichen Leben Erfahrung gemacht hat. Mit Was Frauen, das Kinderkriegen betrifft. Mit Frauen, das Leben mit Frauen, mit mehreren Frauen. Ich glaube nicht, dass er hier sitzt und keine Ahnung hat. Selbiges trifft auch auf Mayers musikalische Fähigkeiten zu, die bei seinem Abschiedsfest ebenfalls nicht zu kurz kommen. In Frage käme neben der Gruppe die Meierhofner auch der Flachauer Kirchen- bzw. Gospelchor. Schließlich muss man sich mit 37 langsam aber sicher überlegen, was man in Zukunft machen will. Mayer bekommt neben zahlreichen anderen Geschenken in Anlehnung an seinen Lehrberuf etwa eine Maurerspachtel. Die Zukunft einer der schillerndsten Sportpersönlichkeiten Österreichs steht also noch in den Sternen. Sicher ist nur, dass Mayers Karriere und sein Geburtstag Anlass genug für eine Feier sind, die noch im Gange ist und auch noch lange dauern wird.